Wir, meine Damen und Herren, haben fest im Blick, dass im Moment im Plenarsaal noch die Abstimmung läuft. Die Sitzung ist also unterbrochen. Insofern verpassen Sie da drinnen nichts. Aber einer, der bei mir ist, muss in Kürze rein. Deswegen fangen wir mal relativ zügig mit diesem Gespräch an. Paul Ziemiak ist bei mir, quasi der Chef von Philipp Amthor, wenn man so will, als Vorsitzender der Jungen Union. Schauen wir kurz auf die Rede von Wolfgang Schäuble eben. Was hat Sie am meisten, vielleicht auch am nachhaltigsten beeindruckt? Er hat an die Grundprinzipien auch von demokratischem Miteinander erinnert. Er hat darüber gesprochen, dass das Handeln des Einzelnen immer Maßstab für das Handeln aller sein sollte. Er hat das ein bisschen frei gemacht nach Immanuel Kant, dass jeder Abgeordnete sich so zu verhalten hat, dass wenn alle sich so verhalten würden, dass es trotzdem weitergeht in unserem demokratischen System und die Menschen auch ein Stück weit stolz darauf sind, was hier passiert in diesem Hohen Haus. So habe ich ihn verstanden. Das hat mich sehr beeindruckt und es war eine tolle Rede. Und er hat natürlich Norbert Lammert gedankt, der, wie ich finde, nicht nur für die Abgeordneten der letzten Legislaturperiode, sondern für sehr, sehr viele Deutsche ein großer Politiker ist. Sie haben den Appell von Wolfgang Schäuble erwähnt an die Abgeordneten. Was glauben Sie, wie lange geht das gut und kommt es an? Ich hoffe, es geht lange gut und es muss auch ankommen. Was anderes können wir uns nicht erlauben. Die Menschen schauen zu Recht auf dieses Haus, auf diesen Deutschen Bundestag und ich finde, wir müssen fair miteinander umgehen. Wir sollten keine Sonderbehandlung für den Einzelnen oder für den einen oder anderen machen. Wir haben eine Geschäftsordnung, aber wir müssen hart in der Sache streiten, mit den Argumenten, nicht mit persönlichen Angriffen. Verbale Keilerei gibt es ja nicht nur, auch wenn das zum Teil in Richtung AfD gegangen ist, aber gibt es ja von allen Seiten. Und gibt es nicht nur hier im Parlament, sondern auch über die sozialen Medien. Da ist man ja relativ schnell dabei, mal eben einen flotten Tweet rauszuhauen, auch gegen den politischen Gegner. Meinen Sie, dass das auch auf diesem Gebiet mal dringend Not täte, da das eine oder andere Verhalten zu überdenken? Ja, wenn ich das sehe, was in sozialen Netzwerken passiert, dann schockiert mich das zum Teil. Aber genau davon muss ich ja die Debatte im Deutschen Bundestag abgrenzen, nämlich dass hier hart gerungen wird mit Argumenten, aber nicht mit persönlichen Angriffen oder Verleumdungen. Sie sind ja in sozialen Netzwerken, auch bei Twitter, sind Sie ja auch nicht feige, wenn es darauf ankommt. Wenn es darauf ankommt, dann muss man klare Sprache sprechen, Fraktur sprechen. Aber es darf nie beleidigend sein. Es darf nie den anderen Menschen herabsetzen. Ich bin auch flott unterwegs und hau gerne mal was raus gegen Grüne und Linke. Gar keine Frage. Aber es darf nicht gegen die einzelnen Personen gehen. Ich würde nie, zumindest versuche ich das, andere Menschen herabzusetzen. Worauf stellen Sie sich ein in dieser Legislaturperiode, die eine andere sein wird, weil auch die Opposition stärker ist, weil die SPD jetzt auch wieder in der Opposition ist und auch schon angekündigt hat, dass sie da durchaus munter ans Werk gehen will, auch verbal. Wir haben die Worte von Andrea Nahles natürlich noch in guter Erinnerung. Also womit rechnen Sie in den nächsten 4 Jahren hier im Parlament? Naja, das war natürlich ein absoluter Ausrutscher von Andrea Nahles. Diesen Sprachgebrauch will keiner hier im Deutschen Bundestag. Ich erwarte eine sehr, sehr offensive Opposition. Die Regierung wird es nicht leicht haben. So wie es jetzt aussieht, werde ich ja einer Regierungsfraktion angehören. Aber das gehört zur Demokratie dazu. Ich sage Ihnen ehrlich, ich freue mich auf die Debatte hier im Deutschen Bundestag. Es wird spannender als beim letzten Mal. Und das ist gerade für die Jüngeren doch eine sehr interessante Zeit. Und wir stellen fest, dass Sie mit der Regierungsfraktion schon ein bisschen weiter sind als manche andere. Ich kriege über meinen Ohrhörer gesagt, dass Sie mal zügig reingehen sollen, weil Jawohl. Die Abstimmung zum Ende kommt. Vielen Dank fürs zwischenzeitliche Vorbeikommen. Wir werden ihn wiedersehen, da bin ich relativ zuversichtlich.